Hallo zusammen, willkommen bei Discover TV Zürich. Ihr schaut Rooftop Session hier auf MFO Denk und Werkstatt auf dem Balkon. Und neben mir steht Roberto Garella. Er ist der Drummer Boy von der Schweiz und er spielt heute für uns einen Song. Wie heisst der? Der Song heisst Vanta Black. Super, viel Spass. Der Rooftop gehört dir. Danke. Das war mega! Für meinen Geschmack ein bisschen zu laut. Meine Ohren. Ich glaube, ich muss so Ohrenstöpsel rein tun. Ich weiß nicht. Also, oder? Du musst mit dem Mikrofon reden. Ich habe ja echt leise gespielt. Also, okay, wir lassen es mal so stehen. Also, der Roberto ist geboren in München, aufgewachsen in Italien und irgendwie in der Schweiz gelandet. Erzähl uns, wie das passiert ist. Genau, in Italien aufgewachsen, in Varese, in der Nähe vom Lago Maggiore. Dann war ich 2 Jahre in Deutschland Musik studieren in Freiburg. Und dann bin ich
meine Eltern haben mich eigentlich überredet, in Zürich zu studieren, Musik zu studieren. Und am Anfang war ich ein bisschen, oh, ich will nach Amerika und so. genau, und mittlerweile finde ich eigentlich Zürich super. Ich habe meinen Master jetzt abgeschlossen vor 2 Jahren an der ZHDK. Und genau, eigentlich wegen meinen Eltern, aber ich muss sagen, sie hatten recht. Ich finde es eigentlich super hier, ja. Und kann auch gut davon leben, also viel Konzerte, genau. Super, da freut uns natürlich. Wie ist das so? Also meine Eltern haben meine Brüder verboten, zum Drums zu kaufen, weil unsere Nachbarn wahrscheinlich nicht so Freude hätten. Wie war das bei dir gewesen? Genau, ich hatte viele Probleme, als ich so 10, 11, 12 war. Habe ich eigentlich den ganzen Tag, okay, nicht den ganzen Tag, aber recht viel geübt. Und die Nachbarn haben sich schon sehr, sehr aufgeregt. Das war schon ein bisschen schlimm. Meine Eltern hatten dann ein bisschen Probleme mit ihnen, aber... Ja, mittlerweile geht's, weil ich habe ein Studio underground und dann hört es fast niemand, deswegen jetzt ist kein also, Problem mehr. Also, er würde sich jetzt eigentlich an dieser Stelle noch bei allen seinen Nachbarn von der Vergangenheit entschuldigen. Genau, und alle. Sag schon Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Also auf Italienisch war ja in Italien früher. Ah, ja. Scusatemi. Sehr gut, also wunderbar. aber es ist noch etwas ganz Spannendes. Ich glaube, in den nächsten paar Wochen das Drum Festival in der Schweiz. Kannst du da etwas mehr dazu erzählen? Genau, am 15. September 2019 im Kaufleuten Club Zürich findet das Drum Festival Switzerland statt. Und es werden 6 Drummers performen. Ich bin der einzige Schweizer dieses Jahr und es hat, die meisten sind aus Amerika. Der Schlagzeug von Lady Gaga ist zum Beispiel dabei, der von Prince, also wirklich Schlagzeuggötter. Und es wird einen Youth Contest auch geben, wo die jüngeren Talente in der Schweiz, man konnte sich bewerben und die 3 besten Videos, die sich beworben haben, die dürfen dann performen, auf der gleichen Bühne. Mega cool, also merkt euch das Datum, 15.09. im Kaufleuten. Und danke vielmals, dass ihr Discover TV Zürich geschaut habt. Bis bald, tschüss zusammen. Ciao.